zusammen. Hallo, ja, ich bin der Rainer und heute geht es zu einem Filmdreh, und zwar zu einem Imagefilm. Ja, und ich lasse euch überraschen, was da so alles passiert. So, wir sind jetzt am Set angekommen, die Künstler sind schon da, die Drohne ist schon da. Klar, man kann es nie genau vorhersehen. Und, ja. Aber morgen ist es wirklich guter Start. Ja. So, der Darsteller wird jetzt gemacht. Er wird geschminkt, er kriegt rosa Lippen, kriegt er, kriegt grüne Haare. Und was machen wir noch alles? Blauen Lidschatten, das hört sich doch gut an. Was passiert jetzt? Jetzt kommen Nahaufnahmen, würde ich mal sagen, oder? Die ersten 10 sind jetzt abgedreht und jetzt gibt es einen Location-Wechsel, wo entsprechend die nächsten Szenen gedreht werden. So, wir sind jetzt hier an der zweiten Location angekommen. Hinter mir steht der. Wo bist du? Ich bin der Nico. Und was machst du hier? Ich bin für die Kreation und Storyboard und Konzept. Alle essen sie, nur der Chef kriegt nichts. Eine Pommes. So, die Zeit geht wie im Fluge vorbei. Wir fahren jetzt erst zur dritten Location. Jetzt gab es erstmal ein kleines Mittagessen. Und wie gesagt, jetzt kommt die dritte Location. Entsprechend sind ein bisschen im Zeitverzug, weil verschiedene Dinge nicht funktioniert haben. Zum Beispiel kam kein ICE. Wir wollten unbedingt ein ICE noch drauf haben. Dummerweise kam gerade keiner, beziehungsweise dann waren die Aufnahmen halt nicht so, wie sie hätten sein sollen. Ja, aber jetzt geht's weiter. Okay. Und auf, stopp, stopp. Ja, einen kleinen Moment, wenn er im Frame ist. Aber ab. Der Lichtman. Was? Hallo Lichtman. Yeah. Du bist ja ganz schön eine Leuchte. Zeig mal. Noch ist alles im grünen Bereich. Noch ist alles im grünen Bereich. Was sagt der Hauptdarsteller dazu? Ist noch alles im grünen Bereich? Der nächste Drehort, alle haben sich schon die Pudelmützen aufgezogen, die dicken Jacken. Unser Hauptdarsteller, der ist immer noch im leicht bekleideten Blouson. So, mittlerweile ist es Nacht geworden und wir drehen jetzt hier an den Bahngleisen in Frankfurt. Ist ja nicht nur so ein bisschen. Ja, aber es ist halt. Also
Bist du denn zufrieden, was sie aus deinem Drehbuch machen? Ja, erstmal abwarten. Das ist ja der erste Drehtag, aber ich bin ganz guter Dinge. Darsteller gefällt mir sehr gut. So, wir sind jetzt am wichtigsten Drehort, am Silvertürmchen in Frankfurt, dem Sitz der Liebes Hotel. Und wir werden jetzt auch hier entsprechend gleich drehen. So, hier wird jetzt die nächste Sequenz gedreht vor dem Silverturm. Auf der anderen Straßenseite ist ein Filmteam von Ein Fall für zwei, die drehen parallel hier neben dran. Ich hoffe, wir stören die nicht, oder hoffentlich stören die uns nicht. So, guten Morgen, hier ist der Rainer wieder. Heute ist der zweite Drehtag. Ihr merkt das schon vorne am Auto. Es ist kein guter Tag, hier zumindest hier zu Hause, wo ich jetzt losfahre. Ich fahre jetzt Richtung Frankfurt in der Hoffnung, dass dort das Wetter ein bisschen besser ist. Weil heute sind ja große Aktionen geplant mit einem Stunt. Mal schauen, ob das jetzt hinhaut. Ich hoffe es, dass dort das Wetter etwas besser ist wie hier bei mir zu Hause. Später. Hallo, ja, es ist sehr nass, es hat geregnet, also es regnet immer noch und deswegen sind wir hier in dem Tunnel entsprechend. Genau, ja. So, hallo zusammen, wir sind jetzt hier am letzten Drehort für heute zwischen Steinbach und Frankfurt. Hier wird ein Kran aufgebaut für einen ganz tollen Stunt. Lasst euch mal beraten. Kein Turm mit Flug. Jetzt kommt es drauf an, jetzt wird der Darsteller entsprechend hier festgeknotet und am Kran hochgezogen. Und er ist schon ganz aufgeregt. Einengen. Was
Humor. Besonders warm ist es halt auch nicht. Er ist doch relativ leicht bekleidet. Er muss ja dieselben Sachen anhaben, die er auch gestern beim Dreh anhatte, wo es relativ warm war. Ja, entsprechend hier die Maske steht mit seiner Jacke und auch mit der Decke schon bereit, dass ich dann direkt aufwärmen kann, weil es wird doch jetzt relativ kühl, wenn er da oben hängt. Mal schauen, ob er das sieht. Da vorne, da wird er hochgezogen. Das war nicht ganz bis oben hin, aber bei wie viel Meter wird er nochmal ausgeklinkt? The Making of bei Rainer Göhner. Und bei wem noch? Bei Michael Bergmann. Hey, super. Ja, die erste Aufnahme ist jetzt nichts geworden, weil das Hoverboard unten von den Füßen abgefallen ist. Jetzt haben wir noch das Problem, dass der Bus kommt und den müssen wir dummerweise immer durchlassen. Bus, Polizei und Krankenwagen, die dürfen passieren. Und in einer halben Stunde wird er jetzt wieder zurückkommen, in der Hoffnung, dass wir bis dahin das Problem gelöst haben. Das ist das Wort. Und wir sitzen eins. Hey, einer.